Es ist da. Papa muss jünger aussehen und das Problem ist, dass Papa so ein bisschen so ein Regenbogenbart hat. So, da sind alle Farben dran. Ist ein bisschen so wie so halt schwarz und weiß. Sieht ein bisschen komisch aus und jetzt wollen wir das eine Farbe färben. So, mal sehen, ob das funktioniert. Mami! Ja, Schatz? Guck mal, was wir haben für Papa. Was ist das denn? Um seinen Bart zu färben. Du willst ihm doch nicht den Bart jetzt färben. Doch, weil es hat so Streifen so. Oh Gott, der wird sich bedanken. Papa! Papa! Schatz? Was haben Sie? Kommst du mal bitte? Deine Kinder haben nur wieder Klumpatsch im Kopf. Guck mal, was die mit dir machen wollen. Die was wollen denn? Dich verschönern. Was wollen sie machen? Quick Start Instructions. Was ist das? Die wollen dir den Bart färben. Die Nein. Die meinen, dein Bart wäre nicht okay. Wieso? Was ist denn mit dem Bart? Mama, gib mal. Soll ich den abmachen? Nein. Papa, weil der Bart so multicolor ist. Ja, aber das muss doch so sein in dem Alter. Sonst ist das doch nicht vernünftig. Man kann den doch nicht einfärben. Das sieht ja aus wie... Ich glaube, das wird dir stehen, ganz ehrlich. Meinst du? Ja. Wenn es nicht aussieht, mach ich ihn ab, ne? Ist klar. Ja, okay, dann sehen wir das mal. Dann sehen wir das mal. Okay, ich guck mal, wie man das macht. Ihr wisst doch gar nicht, wie man das macht. Also, was doch, ist das, ja? Hier gibt's eine Schüssel. Mama, wieso musst du alles wegtun von mir? Ich hab's doch hier vorbereitet, damit die... Weißt du, wie es geht? Okay, mach mal, mach mal. Mach es! Frau Agro! Wieso ist okay, das hab ich mir aber die geht von, die geht ab wie ein Zäpfchen. Die geht ab von 0 auf 180. Nee, nee. Wo kriegst du deine Aggressionen her? Wie kommen die so schnell in so ein kleines... Aber wenn ich doch jetzt den Bart färbe, muss ich die Haare doch auch färben, Kam. Ich kann die Haare doch nicht grau lassen und den Bart jetzt schwarz machen. Hier, zieh die Handschuhe. Sieht ja dann aus wie Prinz Eisenherz. So soll ich, damit ich jetzt schuld bin, oder was? Ja, klar. Ist doch logisch, die wollen doch jetzt die Schuld auf dich geben. So. Ja, am Ende des Tages ist dann die Farbe, die du da hast. Okay. Glaube ich. Glaube ich, aber zwischen Glauben und Wissen sind ja Welten. Der Glaube versetzt Berge. Der Vorteil an der ganzen Geschichte ist natürlich, solange die Haut nicht eingefärbt ist, kann man das ja dann abschneiden. Das ist dann der Worst Case. Also insofern, wenn Sie meinen, das sieht besser aus, können wir das ja mal ausprobieren. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das sieht da aus wie hingeschissen. Was? Ja. Das sieht aus wie Kacke. Nee, guck mal. Wie Vogelschiss. Komm, wir machen das jetzt mal. Warum müsst ihr denn dann Handschuhe anziehen, wenn das so ungefährlich ist? Ihr könnt doch nicht irgendwas auf meine Haut tun, wofür ihr selber Handschuhe tragt. Man trägt immer Handschuhe, sonst habe ich nachher meine Haut, die Farbe an meiner Haut. Warum habt ihr uns gesehen? Ich habe meine neue Uhr an. Ja, habe ich gesehen. Das sieht doch schön aus. Eigentlich habe ich nur die Donze im Kopf. Und was wollen meine Kinder? Die wollen mir an den Bart. Papa kann machen, was er will. Sein Bart ist heute fällig. Was ist denn jetzt mit der Donze? Kommt ich weiß es nicht. Ich warte jetzt aufs Telefonat. Ich habe telefoniert. Wie heißt das? Die wollten mir jetzt sagen, ob das Boot jetzt heute kommt oder heute Nachmittag kommt oder morgen. Angeblich ist das Boot hier irgendwo in der Nähe, Richtung Fort Lauderdale in der Werft. Ich bin hier wegen einem Wiedersehen und zwar mein Boot, die Donze. Das ist ja leider Gottes unser leidiges Thema, mittlerweile ja schon seit Jahren. Wir haben das Boot vor, ich glaube, es ist mittlerweile 8 Jahre her, wenn es nicht sogar schon 9 Jahre her ist, hier in Miami gekauft. Robert, was soll ich denn jetzt hier? Ja, hier stehen die ganzen Boote, die du kaufen kannst. Ja, aber was willst du denn? Guck mal, der riesen Gabelstapler. Guck, da stehen alle so Boote da. Haben sie auch noch welche mit 3 Motoren? Was willst du denn hier für ein Boot kaufen, Robert? Ja, ich will ein Boot kaufen. Du kannst doch hier, die siehst du doch. Ja, du baust doch eine Lampe. Guck mal, die ist doch geil. Robert. Die ist doch geil. Robert. Ist die nicht geil? Ist sie geil oder ist sie geil? Sie ist geil, ne? Ich kann nicht begreifen, wir haben doch dieses Boot zu diesem K-Marine gebracht. Dieser K-Marine hat doch auch einen Haufen Geld von uns kassiert, um das Boot perfekt zu machen. Ich gebe ja zu, dass das Ganze jetzt fast 2 Jahre her ist, weil dazwischen liegt ja jetzt diese ganze Corona-Story. Ja. Aber das Boot muss doch jetzt in einem einwandfreien Zustand sein. Wir haben jetzt mittlerweile mehr als 100.000 Euro da reingesteckt, um das Boot wieder wie neu zu haben. Oh. Komm, ich mach es. Ich sag ehrlich, ich mach ihn weg, ne? Wenn es scheiße aussieht, ist er weg. Einfach überall. Schnell, 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 schnell. Oh Gott. Das ist doch blond, das kann doch noch aussehen wie Kacke. Also auf jeden Fall bin oh ich auf Gott. Diese Werften Mama, warum wird's rot? Auf diese Werften bin ich echt sauer, richtig sauer. Die haben mich abgezogen vom Allerfeinsten hier in Amerika.
Mama, warum alles ist Verbrechen. Es rot? Ja, das stimmt. Ey, du siehst gut aus. Das ist aber ein bisschen weh. Du musst dir Soll ich mehr machen? Ich kann dir schnell mehr machen. Ja, mach mehr. Ja ist zu spät jetzt. Jetzt ist zu spät. Jetzt gib es nicht mehr. Wieso? Dann macht man doch alles. Ja. Oder meinst du, könntest du noch mal gebrauchen? Ja, kannst du, klar. Solange das da drin ist, kann man das hier brauchen. Kann man immer wieder machen. Ja. Warte, dann mach schnell, schnell, schnell. Carmen, was meinst du, wie lange so ein Färben vom Bart hält? Dreimal rasiert. Ja, was? Kommen die grauen Haare da wieder durch. Aber normal. Richtig so ein Bart mischen. Wächst dann noch schneller als normale Haare. Ich mach dir den Zopf mal. Hör mal, irgendwo seid ihr doch. Kannst du ein bisschen zurückgehen mit dem Stuhl, bitte? Nee, ich hab jetzt. Friseursalon. Geh weg, Kind, hinter mir. Der Geist, Friseursalon. Mama, du tust zu viel drauf. Nein. Mama kann das nicht. Doch, ich kann das. Du siehst toll aus. Ja, sehr weiche Haare hast du. Hast du gestern Papa, gewaschen? Nee, eben gewaschen. Bei Paparts hast du mehr als bei anderen. Das sieht nicht aus. Was? Ah, das sieht aber gut aus. Ja, ich habe nur die Mischung gemacht. Mama macht das jetzt, weil sie hat das jetzt auf Papas Gesicht. Die Kinder haben Angst, dass sie kein Erbe bekommen. Die Mama hat einen Ehevertrag. Oh, Mama, aufpassen, ne? Nicht so viel auf der Haut, gleich ist die Haut so orange. Wenn das der Fall ist, dann ist hier alles vorbei. Dann fliege ich jetzt 14 Tage in Urlaub und ihr macht den Rest hier. Hier steht nicht auf die Haut. Ich würde doch nicht auf die Haut. Steht, siehst du, da steht drauf, nicht auf die Haut. Ja, dann halt doch mal deinen Bagger. Man sollte einen Skin-Allergy-Test machen, 48 Stunden, bevor du es benutzt. Okay, das ist ja sehr toll. Ehrlich. Shania. Fünf? Scheiße, wir haben keine 5-Minuten-Timer gemacht. Die haben gesagt, sie nicht raten. Okay, dann alles gut. Hört jetzt auf. Jetzt hör auf, an mir weiter rumzufummeln. Du siehst aus, als hätte man so ein Ei, so ein Scrambled Egg ins Gesicht geschmiert. Ja. So, das sieht so gelb. Das sieht gut aus. Ich glaube, das wird geil. Du musst hier, Mama. Du hast die andere Seite noch vergessen. Mach den Timer an. Welche Seite? Der Timer ist an. Der Timer ist schon lang vorbei. Welche Seite? Links, Mama, hier. Nein, die andere. Rechts. Meine ganze Familie kapiert nicht, wo links und rechts. Hört doch jetzt auch. Ja. Shania ist die Schlimmste. Sie will sich L und R tätowieren lassen, aber sie kapiert das nicht. Nee, ich mach das auf den Nägeln. So, und wie kriege ich das jetzt ab? Das weiß ich auch nicht. Das muss dir deine Tochter sagen. Wie soll das denn abgehen? Indem du es rausnimmst. Hör es jetzt bitte, Carmen. Da fehlt ein bisschen. Nein, es fehlt da irgendwo fehlt was. Du kommst hier nicht an mich dran. Papa, da fehlt. Mach mal hier, guck nicht, mal. Hier. Nicht in die Sonne damit. Nicht in die Sonne. So, komm, ich will das jetzt weghaben. Vorsicht, Vorsicht. Ich will das weghaben, wenn es jetzt gleich auf meinem T-Shirt ist, etc. Ich drehe durch. Bitte mach es weg jetzt. Bitte macht es weg, okay? Macht es weg von meinen Ohren und überall. Macht es weg. Hier steht eigentlich take the shower. In the shower. Wie soll ich denn in die Shower gehen mit T-Shirt, mit allem? Until water runs clear. Bis das Wasser. Nein, du musst warten, sonst bringt das nichts. Apply. Ja, aber der Timer ist doch schon länger drauf als 2 Minuten. Du musst Shampoo reintun. Drauf tun. Boah, Kind, ich kann dich killen. Oder Beer Wash. In Miami steht heute ein großes Bart-Makeover bei Robert an. Das war zumindest der Plan seiner 2 kleinen Mädels. Guck, dann ist doch nichts geworden. Da ist doch nichts. Ja. Gar nichts. Ja, was machen wir denn jetzt? Wir können dieses Ansatzspray nehmen. Dann tun wir die Kinder was verarschen. Wir machen dann jetzt ganz schwatt. Ja, genau, das kann man machen. Dann scheißen wir die zusammen. Die sind schuld. Wo sind die denn jetzt? Die sitzen da hinten. Ja, hier sehe ich es. Komm, wir machen das. Ich sehe nichts, gar nichts. Komm, wir machen das jetzt hier. So, Vater, was dran ist. Du musst jetzt natürlich sauer sein. Kinder! Du musst sauer sein, ne? Reiß euch den Kopf ab! Reiß euch den Kopf ab! Ich glaube. Guck mal, was da draus geworden ist. Das dunkelt immer weiter nach. Das dunkelt. Guck dir das an. Guck dir das an, wie das aussieht. Du siehst gut aus. Nein, das geht so nicht, Carmen. Das muss weg. Ich weiß nicht. Spinnt ihr oder was? Ich weiß nicht. Ihr müsst die verklagen. Dann mach ich ihn weg. Ich schneide ihn ab. Kannst du noch mal mit Shampoo waschen? Das ist aber auf der Haut. Zurück. Kriegst du wieder zurück. Ja, kriegst du wieder zurück. Wenn es auf der Haut ist, bekommt ihr ein Riesenproblem. Ein Riesenproblem. Ey, du siehst gut aus. Sagt euch, ein Riesenproblem. Du siehst richtig gut aus. Ja, du siehst echt gut aus. Du siehst jünger aus. Wohin gehst du? Ja, abschneiden den Bart. Aber das bringt nichts, dann siehst du noch dümmer aus. Die haben uns 100% veräppelt. Weil sonst wäre Papa noch so weiche Haare und die sahen richtig weich aus. Und sonst wäre Papa noch sauer gewesen. Ja. So noch schlimmer. Das geht jetzt nicht ab. Geht jetzt nicht ab, sagt ihr. Doch, das muss ja. Muss ja abgehen. Das geht ja nach jedem Waschen ab. Aber das steht ihnen. Steht auch ihn wenn echt das jetzt echt ist. Das steht ihnen echt. Scheiße.
Mach es weg. Jetzt pisst sie in die Hose. Geh weg. Ist der neue Look? Da. Ich glaube, wir müssen zu einem Barbershop. Oh, dann doch vielleicht. Das geht nicht mehr raus. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich krieg kurz. Kinder, das war das Größte jetzt. Das ist echt nicht normal. Zeig mal. Das geht so nicht. Guckt euch das an. Es geht nicht mehr weg. Oh, das sieht aber geil aus. Das sieht gut aus. Es geht nicht mehr weg. Ja, aber das sieht richtig geil aus. Ich habe jetzt gewaschen. Ja, weil ich zu viel gewaschen habe. Blute ich jetzt? Du bist ganz rot. Jetzt kriege ich Allergie. Nein, sag's uns nicht. Wenn du willst, können wir zum Barber und dann gehen wir drei zum Friseur. Ich muss sowieso schon zum Friseur. Jetzt haben wir uns selbst veräppelt. Ich weiß nicht, ob der jetzt wirklich eine Allergie bekommen hat. Ich kann es jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall sieht das hier vorne im Bereich ein bisschen anders aus als vorher. Es muss Creme drauf, ich rede mit euch kein Wort mehr. Kein Wort mehr. Wieso sind wir Holt schuld? Mir Creme. Du hast Jahre zugesagt. Fahrt irgendwo hin. Du bist selbst schuld. Das Kind geht ins Zimmer, das hat Stummerrest heute. Du gehst ins Zimmer, rein ins Zimmer, kommst nicht mehr raus. Naja, er ist schuld. Er wollte ja, dass wir das machen, ne? Oder? Wir bleiben jetzt hier einfach sitzen, bis Papa sich beruhigt hat. Wir haben nichts damit zu tun, wir haben nur bezahlt. Er hat das Ja dazu gegeben, Mama hat's gemacht. Wir haben nichts damit zu tun. Wir haben es nur gekauft, es stand da nur. Ja, ich glaube, der Spaß ist ein bisschen nach hinten losgegangen. Diese komische Ansatzfärbemittel, das kriegt man aus dem Bad nicht so gut raus. Das bleibt doch ein bisschen an der Haut hängen. Aber ich gehe mal davon aus, wenn ich nachher noch mal geduscht habe und morgen nachrasiere, dann wird das schon wieder normal aussehen. Also hält sich in Grenzen, der Verlust.